Ich trinke Alkohol, wollte ich nur mal kurz sagen. Aber ich schwitze wie ein Schwein. Ich habe mir gerade versucht, mir das Kiffen abzugewöhnen. Hat 2 Stunden bis jetzt. Letzte Woche habe ich in der Bahn gesessen, nach einem harten Arbeitstag. Wer arbeitet hier? Gibt es hier Leute, die arbeiten? Aufzeigen. 2, 3. Immer geil, also da kommen wir die Show. Ja, für Lutsche, da gehen wir hin. Ganz entspannt. Und neben mir ging die Tür auf und da kam ein Bekannter von uns allen rein. Den kennen wir alle, und zwar der Kevin. So, und ich habe mir gefragt, also ich frage mich jedes Mal, gibt es eigentlich eine Agentur, die diese Leute quasi so schult, was das Schnorren angeht? Also zumindest sagen die denen so, ey, mit Jeremy Pascal, mit dem Namen kannst du nicht in der U-Bahn reingehen und schnorren, und deswegen kriegen die alle so Namen wie Kevin oder Herbert oder so. Und bei ihm war das Witzige, er hatte einen riesen Koffer mit, also einen riesen Gitarrenkoffer, und er machte den auf. Und ich habe reingeguckt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da einen Kühlschrank drin gesehen habe. Ja, und Kevin war motiviert, man hat es ihm angesehen. Ich habe dann die ganze Bahn beruhigt, habe gesagt, ja, ey Jungs, Mädels, wartet mal ab, ne, geben wir dem Kevin mal eine Chance. Und alle guckten den Kevin an und Kevin holte so eine ganz kleine Blockflöte raus. So aus dem Musikunterricht, so diese mit den 3 Löchern. Und fiedelte sich da richtig an ab. Und ich guckte Kevin an und sagte, Kevin, ganz ehrlich, ist das einzige Instrument, was du kannst, ist doch Crackpfeife, oder? Und das Witzige war dann noch, dass über Kevin, ihr kennt alle diese Werbung in den Bahnen, halt, dass über Kevin, genau über Kevin, halt diese Werbung war, und zwar stand da drauf, hast du schon mal körperliche Gewalt erfahren? Und ich guckte die Leute in dieser Bahn so an und dachte mir, aber gleich. Wow. So, am anderen Tag habe ich meine Ex-Freundin wieder getroffen. Ich hatte nämlich Stubenarrest und habe bei uns den Garten umgegraben zu Hause. Und Kühltruhe war voll. Wir hatten letzten Monat 2-mal die Zeugen Jehovas bei uns. Deswegen ging das einfach nicht. Und auf jeden Fall hatte ich Stubenarrest. Ich weiß, Stubenarrest kennen wir alle noch. Ne? Also von damals, wenn du so klein warst. Was gab es da so für Stubenarrest? Zu lange Playstation gespielt? 3 Tage? Von der Mama beim Onanieren erwischt? Wahrscheinlich 2 Wochen. Als ob wir da nicht onaniert hätten, wa? So, und das war halt nicht so ein normaler Stubenarrest, ich hatte also Erwachsenenstubenarrest, das heißt, DHL-Paket kommt von 7 bis 21 Uhr. Und dann war ich zu Hause und auf einmal musste ich so richtig dringend kacken. Kacken? Kann man kacken sagen? Brauchst du nähere Infos? Nein? Kacken. Jetzt sitze ich auf dem Klo, nach 10 Sekunden fällt mir ein, Handy vergessen. So, und jetzt hast du ja die Möglichkeit, wenn du schon gedrückt hast, ne, dann geht's ja nicht. Ne? Aber wenn du noch nicht gedrückt hast, alle kennen das, weißt du, wie du mit der Hose so ein Raum weiterläufst. Problem war, ich hatte schon gedrückt. So, also ich weiß nicht, nach 10 Sekunden, eine halbe Minute ist mir so langweilig auf Toilette. Und ich wohne in Lichtenberg, in der WG, im Osten, was mit der Frisur nicht ganz so einfach ist manchmal. Und auf jeden Fall lag da eine Zeitung, und in dieser Zeitung, oder diese Zeitung hieß tatsächlich der vegane Terror. Okay, also meine Mitbewohnerin ist lesbisch und vegan. Gute Kombi, ne? Auf jeden Fall der vegane Terror. So, und geschrieben, gedruckt und verteilt in Lichtenberg von Herbert. Und Herbert hatte vorne so ein geiles Foto da drin. Und sein erster Satz in seiner Kurzbiografie auf der ersten Seite hieß, Hallo, ich bin der Herbert und ich bin 52 knackige Jahre alt. Wo ich mir gedacht habe, Herbert, dein Foto sieht ja aus wie eine 60-jährige Greta Thunberg. Zumindest vom Gesicht her. Herbert hatte mehr Titten, wenn ich ehrlich bin. Oh, ganz böse. So, auf jeden Fall, Herbert hatte in dieser Biografie dann auch noch so ein paar Hobbys. Ja, diese normalen, die man hatte, wenn man Herbert als 52 ist, Yoga, den Apfelbaum, den er auf seinem kleinen Balkon gepflanzt hatte. Und in dieser Zeitung auf der Rückseite, und jetzt kommt's, stand ein Artikel. Ja, und dieser Artikel hieß folgendermaßen: Es wurde eine Ziege in Afghanistan verhaftet, weil sie eine Bank überfallen haben soll. So, jetzt war ich gerade am Drücken und habe mir überlegt, Herbert, da hat der Olli vielleicht noch ein paar Fragen zu. Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist also so, dass da in Afghanistan, so ein kleines Dorf, 30 Häuser, ein Primark, so 5 bekiffte Polizisten irgendwie in so einer Polizeistation sitzen, und dann kommt so ein Anruf, und dann ist da so ein Zeuge dran, ja, ich habe das gesehen, das war eine Ziege. So. Und der Typ geht zu den anderen Polizisten zurück und sagt so, ey, Banküberfall, Ziege. Und alle gucken den an und denken sich so total dicht. Da hat der gerade Ziege gesagt. Ach, ich sag mal nichts.
So, wie muss ich mir auch dieses Verhör vorstellen? Ja, also die bringen diese Ziege quasi ins Polizeirevier und dann ist da so eine Wand und der Polizist sagt so: Ziege Nummer 5, 3 Schritte vor. Die Ziege läuft so 3 Schritte vor und er sagt: War die das? Und der Zeuge guckt so 10 Minuten und denkt sich: Nee. Ziege Nummer 5, 3 Schritte zurück. Die Ziege geht so 3 Schritte zurück und denkt sich: Alter Schwede, da habe ich aber Glück gehabt. Jetzt sehe ich noch einen ganz kurzen, bevor meine Zeit zu Ende ist. Ich war auf dem Holy Festival, ich weiß nicht, wer das kennt. Ja, das ist also nicht ein katholisches Festival mit Knien und Ornieren und Blasen und so, sondern das ist wirklich eine tatsächliche Veranstaltung. Und dann habe ich in der U-Bahn gesessen und auf dem Hinweg schon saß neben mir so ein Typ, rotzevoll. Also, und gegenüber saß so eine 40-jährige Friedrichshainerin, nicht gefickt wahrscheinlich die letzten paar Wochen, mit ihrem kleinen Fifi, und der Fifi leckte die ganze Zeit an diesem Boden und leckte und leckte und leckte, und sie sagte immer: Fifi, ist das nicht? Fifi, ist das nicht? Fifi, ist das nicht? Fifi, ist das nicht? So, und auf einmal merktest du, wie dieser Typ einen riesen Haufen auf diesen Boden kotzte, und zwar genau vor die Frau mit dem Hund, guckte sie so an und sagte: Kein Stress. Das kann der Fifi ruhig essen. Ich bin Veganer. Das war meine Zeit. Ich bedanke mich. Ich war geil.